Die langjährige Leiterin der Hoyerswerder Stadtbibliothek, Beate Renner, hatte am Mittwoch ihren letzten Arbeitstag. Kollegen und Freunde verabschiedeten die 59-Jährige mit besten Wünschen für den Unruhezustand, der nun mehr Zeit für Reisen, Wanderungen und Theaterbesuche bringen soll. Beate Renner war seit 1999 die Chefin der Bibliothek. Als Nachfolgerin wird Heike Lehmann das Amt übernehmen.